Oh Gott, ist das ein Wetter. Und damit willkommen zurück in Dark Souls 2. Wo wir genau sind, keine Ahnung. Das eisige Ödland, Umland, wie auch immer. Aber hier ist ein ganz schönes Lüftchen. Und wir haben hier irgendwelche Ponys, die hier durch den Schnee stapfen. Die wir gestern auch schon, also gestern sag ich, in der letzten Episode kennengelernt haben, was nicht so lustig war. Und ja, mal gucken, wie wir uns diesmal damit anstellen. Und ob wir hier dann irgendwo hinkommen. Und wenn ja, wohin und was uns das Ganze eigentlich bringt. So, in dieser ungefähren Richtung, ja, müsste dieses Haus liegen. Hier werde ich jetzt erstmal die Fässer wegrollen, damit wir hier ein bisschen uns verstecken können, falls diese blöden Viecher da wieder antanzen. Und jetzt müssten wir eigentlich warten, bis das mit dem Lüftchen aufhört, damit wir auch sofort sehen, wo das Ding angetanzt kommt. Oh, hier ist ja, liegt ja noch was. Mirahut. Okay. Da hinten ist nur dieser Typ, aber wo sind die blöden Pferde? Vielleicht kommen die nur im Schneegestöbe, das kann vielleicht sein. Da hinten sind auf jeden Fall meine Seelen. So, und jetzt könnte es gefährlich werden. Ah, wollte gerade sagen, ich höre es doch schon. Also schießen. So. Jetzt kann ich natürlich auch nicht anvisieren. Nix da. Blödes Pferd. Zack. So von der Seite ist am besten. Und diese blöde Attacke da. Gib mir auf den Geist. Ich mag das nicht. Ich weiß nicht, wie ich da ausweichen soll. Es funktioniert nicht. Autsch. Autsch. So, hoffentlich funktioniert das. Hat uns ganz knapp verfehlt. So, zwei Pieks in den Hintern und hat sich das Ding hoffentlich erledigt. Ja. So. Da kommt direkt das nächste Vieh, ey. Ich werd nicht mehr. So, gerade eine Fanta trinken. Muss jetzt gucken, dass ich immer so seitwärts stehe, damit es diesen blöden Dingsangriff nicht machen kann. Den mag ich nämlich überhaupt nicht. Kannst du noch so viel mit deinen Hörnern wackeln, wie du willst. Blödes Vieh. So, wo ist Nummer 3? Beim letzten Mal waren es nämlich 3 und der dritte hat mich dann besiegt. Was richtig doof war. Ich wette, der ist irgendwo da draußen und lauert. Und wartet nur darauf, dass er uns überraschen kann. Da vorne sind, glaube ich, meine Seelen. Ich warte mal noch, bis es wieder, bis man wieder was sehen kann. So. Und jetzt schnappen wir uns die Seelen. So. Und den Typen da hauen wir auch sofort weg. Ja. Und jetzt müssen wir wohl da hinten zu diesem Gebäude. Und das möglichst, bevor der ganze Ponyhof hier angestampft kommt. Denn so wie es aussieht, kommt er immer nur, wenn das passiert. Ah, wo ist das Vieh? Ich hör's doch schon. Ja, da ist es. Und mal wieder konnte ich nicht ausweichen. Ich hasse diese Viecher. Nee, so kriegst du mich nicht. Ja, da will ich schießen, okay. Au. Erst mal was trinken. So, nimm den. Sink Jump, da. Au, das ist mies. Ja, wollte gerade sagen, diese blöde Ram-Attacke. So. Jetzt gibt's Pferdesalami. Ich kann Pferde nicht leiden. Tut mir leid. Aber ich kann sie nicht leiden. Ah, da kommt noch so einer. Lol. Okay. Ich weiß nicht, was das war, was hat funktioniert. Autsch. Nee. Muss immer irgendwie in Bewegung bleiben.
damit das Ding einen möglichst nicht rammen kann oder sonst irgendwie angreifen kann. Ah, das ist doch mies. Auf die habe ich gewartet. Ah, da kommt das blöde Mistvieh schon wieder. Lass mich trinken, danke. Das kann doch nicht wahr sein. Kannst jetzt mal die Schnauze halten hier? Ist mir jetzt scheißegal. Ich hau dich jetzt einfach so kaputt. Was hast du jetzt davon? Pferdesalami, das bist du. Nicht mehr und nicht weniger. So. Jetzt aber nichts wie hinter. Bevor die nächste Lasagne hier auftaucht, ey. Ja, geschafft. Was haben wir hier? Okay, ein Anbeter. Den hauen wir mal weg. Zack. Nicht, dass sie uns noch irgendwas wollen. Die Typen kennen wir ja. Was ist das für ein Fleck? Ist besonders, wie es aussieht. Hier haben wir so ein Pharos-Dings. Sieht aus, als wäre das so eine Art Becken oder so. Ich weiß aber nicht, wofür. Wie viele von den Dingern habe ich denn? 9. Okay, dann können wir eigentlich mal einen verwenden. Ja, Rinder mit. Schön. Warmes Wasser. Yay. Ich weiß nicht ganz, wofür es gut ist. Ich kann sich damit wieder auftauen oder so, keine Ahnung. So, jetzt weiß ich aber nicht, wo ich hinlaufen muss. Deswegen warte ich jetzt mal, bis es hier wieder abflaut. Da ist irgendwas. Und da laufen irgendwelche Typen durch die Gegend. Unterwegs werden sie bestimmt wieder ganz, ganz viel Pferdesalami angreifen. Der Typ da sieht irgendwie ein bisschen anders aus. So, erstmal guck, dass wir das Item hier kriegen. Glitzernde Titanit, okay. Zack. Den haben wir auch mal gerade noch weg. Ah, bevor das passiert, gegen zwei Kämpfer nämlich nicht so geil. Es reicht nicht, wenn man gegen die kämpft. Autsch. Ach, das ist der Angriff. Das kennen wir ja schon. Nein, ach Mann. Aber jetzt müsste ich ihn eigentlich staggern können, ja. Da schießt irgendwer auf mich. Nicht lustig. Ach, der Typ ist das. Lass mal gut zu sehen, dass wir das Pferd hier weghauen. So. Schaschlik-Pferd. Müssen wir uns um den Typen da kümmern. Der nervt nämlich. Dezent. Oh, Mist. Okay, einfach in Bewegung bleiben. Dem Pferd hier eine reinhauen. Autsch. Oh Mist. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Boah, nee, ey. Ich hasse diese Pferde. Diese Mistviecher. Dann stellt der sich da einfach mit seinen scheiß Armbrüsten dazu. Was ist denn das? Ah, Mann, ich hasse den Ort jetzt schon. Okay, ich glaube, alles, was man machen kann, ist, schnell genug von einem Ort zum anderen zu rennen, um die Begegnung mit Pferden möglichst gering zu halten. Echt, ey. In Dark Souls habe ich ja einiges erwartet, aber nicht, dass man auf einem verschneiten Ponyhof kämpfen muss. So, da sind wir wieder. Muss ich erstmal wieder gucken, wo dieses Dings ist, dieser Altar. Oder was das ist. Ah, kann das mal aufhören hier? Ich sehe ja gar nichts. Da. So, bis zum ersten Haus kommt man ja noch ohne irgendwelche Begegnungen, aber zum zweiten wird schon schwierig. So, wo ist es? Da. Können wir jetzt einfach schnurstracks hinlaufen. Schneegestöber hin oder her. La la la.
Ich fühle mich wie auf Hot. Vielleicht treffen wir noch einen Han Solo oder so. So, jetzt warten. Ich weiß nicht, wie sehr man sich um die Pferde kümmern muss. Aber ich glaube, solange es nur einer ist, können wir es versuchen, mit dem zu kämpfen. Wenn nicht, dann nicht. Wir versuchen jetzt direkt so einen durch dahin zu rennen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Weil es ist doch ziemlich weit weg. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr, gegen diese blöden Viecher da zu kämpfen. Du lass mich in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. So, jetzt müsste gleich das erste Vieh hier auftauchen. Da ist es auch schon. Autsch. Lass mich Ruhe. Hab dir nichts getan. Da springt das Vieh einfach hinterher. Was ist das? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. So, zu sehen, dass ich irgendwie ein bisschen zickzack laufe, damit das eben nicht passiert. Das sieht mir nicht geheuer aus. So, in Sicherheit. Du kannst weg. Und du kannst weg. Stirb. Und das Ding kommt einfach mal hier rein. Ah, hier bin ich geheilt, okay. Autsch. Oh, das kann ja nicht wahr sein. Ich hasse diese fucking Pferde. Mann, ey. Und das Ding einfach da reingelaufen. Ich habe eigentlich gehofft, das passt nicht durch die Tür, aber so gemein waren die Entwickler dann doch. Mann, Mann, Mann. Okay, also hilft alles nichts. Wenn man von einem Pferd angegriffen wird, muss man das Pferd auch umbringen. Dann brauche ich auch eigentlich nicht auf das Ding hier zu achten. So, ich glaube, in die Richtung war das, oder? Yep. Jetzt weiß ich auch, warum man so viele Leute hier beschwören kann. Die sterben mich alle unterwegs wegen irgendwelchen Scheißpferden. So, da wären wir wieder beim ersten Haus. Jetzt am besten das nächste Stegeschnüpper abwarten. Oder wir laufen einfach, macht doch eh keinen Unterschied. Wir werden ja so oder so angegriffen. Ah, wo bist du? Da. Aber da kann man echt nichts machen. Man kann ihm irgendwie nicht ausweichen. Na toll. Hat bisher alles super funktioniert hier. Jetzt kommt das schon wieder. Ah, Gott, weißt du was? Ich hasse dich. Ich hasse euch wirklich. Vor allem diesen Angriff. Jetzt kann ich nicht mehr staggern oder was? Stirb! Wo ist es hin? Komm her. Zack! Schnauze jetzt! Und dann fängt es wieder an. Dann kommt gleich das nächste Missvieh angelatscht. Okay, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da. Ich kann da nichts machen. Man kommt nicht an den Mistviechern vorbei. Ich weiß absolut nicht, wie man diesen Angriff ausweichen soll. Außer es schlägt einfach mal daneben. Autsch. Jetzt rammt mich das Ding wieder kaputt. Dann war es das wieder. Ja, so ungefähr. Lass mich in Ruhe, du blödes Mistvieh. Gott. Wenn dieser eine Angriff nicht wäre, ne? Und vielleicht der. Ne, der ist mir eigentlich noch egal. Und das blöde Geschubse, das geht mir auf die Nerven. Autsch. Autsch. Sieh zu, dass ich zu dem Gebäude komme. Hallo. Heil mich.
Ich will mich doch nur heilen, was soll das hier? So, den kannst du haben. Zack, zack und ab dafür. Und du halt dich da raus. Puh. Ist eigentlich nett, dass man sich hier heilen kann. Okay, jetzt gehen wir bestimmt nicht raus. Vielleicht sollen wir versuchen, diesen Evelyn-Typen zu rushen. Nur ich wette, man kommt gar nicht erst rechtzeitig zu dem hin. Da wette ich drum. Lass uns mal einfach versuchen, möglichst weit außen an dem vorbeizurennen. Aber ich glaube, der wird so oder so aggro und rennt einem dann bis ans Lebensende im Wasser des Worts hinterher. Wo müssen wir hin? Da hinten. Okay. Zoomen wir mal hier so außen rum. Ganz durchrennen funktioniert sowieso nicht. Ja, da haben wir es auch schon. Wo ist das Vieh? Da! Und wie immer kann ich da nichts gegen tun. Was ist? Hast du das Interesse verloren oder was? Dieser scheiß Angriff! Autsch. Wie, das Ding lebt noch. Was ist das denn für ein Scheiß? Jetzt komm her. Kann nicht wahr sein. Stirb! Drecksvieh. Und da kommt der nächste. Alter, das hat so keinen Sinn. Da kommt doch immer wieder mehr. Ich kann da nichts machen. Ne, ich kann da nichts machen. Ich kapiere das nicht. Man kann ihm nicht ausweichen. Wie soll ich das machen? Also zumindest ohne Schild nicht. Mit dem Schild ist das natürlich. Das sollte ich einfach einen ausrüsten. Da, was soll ich machen? Ich kann da nichts machen. Es geht nicht. Erstmal weiter. Scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr, wo das Vieh ist. Ich kann nichts weiter tun. Oh, geil, jetzt sind nur zwei. Jetzt ist es zappenduster hier. Lauf! Und da kommt das blöde Vieh schon wieder. Gott. Komm schon! Das war so klar. Und ist das dieser Rittertyp oder was ist das hier? Keine Ahnung, oder liegt ein Item, das will ich haben. Gott, ey. Also das ist echt für den Arsch. Okay, ich glaube, ich muss jetzt ein Schild schnappen und versuchen, es damit zu machen. Weil ansonsten, ich habe keine Ahnung, wie soll das gehen? Das geht sonst einfach nicht. So. So. Jetzt gibt's Pferdescharschläg. So. Wo muss ich hin? Hier? Ja, da ist es. Und dann an ungefähr diese Richtung müsste das erste Gebäude liegen. Kennen wir inzwischen ganz so gut. Da. Also dann mal gucken, ob das damit besser geht. Da ist Nummer 2. Nichts wie hin.
So. Komm her, du Missvieh. Ja, damit kann man zumindest blocken. Na, Mist. Muss nur dran denken zu blocken. Autsch. Oh Gott. Was machst du denn für einen Scheiß? So, jetzt müssten wir eigentlich kaputt hauen können. Yes. Schluck trinken und ab dafür. Versuchen so weit wie möglich zu kommen, solange es noch hell ist. So, wo ist das Mistvieh? Da. Autsch. Ich bleib jetzt einfach hier stehen. Sonst verlieren wir, wo wir waren und das ist nicht gut. Nix da. Autsch. Trinken. So. Komm her. So. Und weg damit. Was will der denn jetzt hier? Wo ist das Haus? Scheiße, ist ja absolut gar nichts hier in dieser Waschküche. Da ist irgendwas. Ja, da ist es. Oh, du Fröhliche. Ah, so. Du kannst auch sterben gehen. Das Blöde ist, dass ich jetzt halt so viel weniger Schaden mache. So. Gerade die Füße auftauen. Da hinten müssen wir hin, okay. Gerade noch den Schneesturm abwarten. Hab ich keine Lust zu. Gut. Kurz umgesehen. Wir wollen ja nicht, dass uns auf einmal jemand überrascht. Wäre nicht so gut. So, so langsam müsste es eigentlich auch wieder aufhören. Ja, jetzt. Attacke! Lauf! Nun lauf doch! Ich hoffe mal, es ist die letzte Etappe. Ich sehe jedenfalls nichts anderes mehr. So, jetzt geht's los. Da ist es auch schon. Drecksvieh. Was? Wieso hat er mich jetzt diesmal zweimal getroffen damit? Nix da. Ich komme bestimmt nicht zu dir. Du kannst viel knicken. Ja. Mach nur weiter so, du Drecksvieh. Nein. Okay, wir sind schon da. Seelen! Ich muss mich nur auch noch mit dem hier anlegen, das Problem. Erstmal was trinken. Okay, wir laufen einfach um das Ding drumherum. Juhu, tschüssi. La 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 leere. Da komm nachher, mein Freund. Kiten mal auf eine ganz neue Art. So, darf man einen Lebensstein benutzen. Ja, komm her. Und weg damit.
Und den hier werden wir deutlich einfacher fertig. Zack. Hübbelde. Und Schlitz. Machst du nichts mehr? Was ist das eigentlich für ein Typ? Was willst du von mir? Lass mich in Ruhe. So, hat er was für uns? Zwei Menschenbilder, okay. Aber ansonsten ist hier wohl nichts mehr. Okay, jetzt gehen wir bestimmt nicht raus. Jetzt müssen wir erstmal rauskriegen, wo wir jetzt hin müssen. Das kann ja nicht alles gewesen sein, ne? Wir mal ein Schild oben halten, nicht, dass hier gleich wieder so ein Vieh angetrampelt kommt. Hab ich jetzt keinen Nerv für. Also da sehe ich mal gar nichts. Das ist super. Aber hier draußen muss da noch irgendwas sein. Was ist da? Ansonsten habe ich keinen Hinweis. Ich gehe jetzt einfach mal hin. Und kämpft noch mehr mit diesen Mistviechern hier. Hep. Ja, das habe ich mir gedacht. So, in dem Fall will ich sogar, dass mich das Ding trifft. Dann kann ich den nämlich angreifen. Da kommt noch eins. Jetzt wird's happig. Oh shit. Hep. Ich wollte gerade sagen, wo ist das andere Vieh? Lass aber trinken. Mehr konnte ich jetzt da nicht machen. Der hat weniger. Ich muss versuchen, den auszuschalten. Yes. Und da kommt Nummer 3. Was wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich wirklich so dermaßen verarschen? Das kann doch nicht wahr sein. Kommen da 3 Stück von den Viechern? Ernsthaft? Boah. Das kann doch nicht wahr sein. Und ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Nee, also ich glaube, da muss ich mich erstmal kundigen. Weil ich habe wirklich keine Ahnung, wo ich überhaupt hin muss. Und ich habe da jetzt auch nichts mehr gesehen. Aus dieses komische Loch da. Vielleicht laufen wir auch erstmal durch den Rest von der Leum Neuss. Aber da muss ich jetzt wirklich, da muss ich einfach nachsehen, weil ich habe null Ahnung. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, da jetzt 3 Folgen durch die Einöde zu spazieren und mich mit diesen Scheißviechern da anzulegen und absolut nichts zu finden. Wenn man da überhaupt irgendwas finden kann, das weiß ich ja noch nicht mal. Und deswegen, bis zur nächsten Episode werde ich da mal nachforschen. Und werden wir hoffentlich irgendwas finden, womit wir hier den Ponyhof da abhaken können. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass ich ihn schon abgehakt habe. Ich habe nämlich wirklich keine Lust zu. Das sind ja so ätzende Viecher. Da kämpfe ich da lieber gegen so ein riesen Vieh da vorne. Und das ist dann ein Boss. Und das hat sich dann, als dass ich da, was weiß ich, mich mit 2, 3 Viechern von den Dingern anlegen muss da. Also, nee, also das war jetzt wirklich mal ein richtiger Abfuck. Für mich jedenfalls, für euch wahrscheinlich nicht. So, und damit, es werden bessere Tage kommen. Und damit verabschiede ich mich dann. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder.